Yo, nothing easy for Parker tonight. You know he's gonna try to get inside. We gotta be smart, help on D, and we got this thing. Ja, Freunde, so muss das sein. Heute geht's auf gegen die San Antonio Spurs. Nach 3 Siegen in Folge gegen Houston, Dallas und gegen Washington. Jetzt gegen den amtierenden Champion. Dieses San Antonio Spurs mit Finals MVP Kawhi Leonard. Natürlich ist er mein Gegenspieler. Es wird ziemlich schwer hier gegen die Spurs sein. Wir versuchen unser Bestes. Und immerhin haben wir schon mal den Ball. Los geht's. Ah, der ist drin. Nein, nicht drin, alles klar. Leonard, der macht den doch eigentlich rein. Steht hinten frei. Jetzt erstmal ein Post. Fade away, der ist drinne. Schöne Ding. Oh, die ersten Punkte für uns. Fade away Jump Shot, schönes Teil. Ganz ruhig. Teague, lass dir Zeit. Für 3. Bams! Der erste Dreier sitzt. Schöne Ding. Ja, wir sind ganz nah dran an den Playoffs. Wir haben wirklich einen super Lauf gerade mit den Atlanta Hawks. 3 Siege in Folge. Jetzt haben wir einen 15-6 Lauf schon mal hingelegt. Hier gleich zum Start. 9 Punkte Führung. Besser geht's ja nicht für die Hawks. Ja. Jeff Teague, schön gemacht. N1! Jeff Teague, schön gemacht. Was ist denn heute hier los mit den Atlanta Hawks? Den Freiwurf sehen wir uns auch noch an. Der sitzt. 10 Punkte Führung. Oh, da sind die Spurs auf 2 wieder dran. Haben nochmal einen guten Lauf hingelegt. Dass die gerade mal so wenig gebraucht haben. Okay, so einmal habe ich jetzt gemacht, um kurz mal ein paar Punkte zu sammeln, um mal die Durststrecke zu beenden. Nando de Colo. Jo, was der so mal drin macht. Ich bin Ike White open für 3. Schade. Zu kurz. Halbzeit. With the duel going on out in San Antonio, we bring you the halftime report. I'm Damon Bruce. San Antonio battling in a close one against Atlanta. They've looked to their bench for scoring, and it's paying big dividends. Tony Parker has the team high in scoring. He has 8 points, and he's been able to provide some nice assists as well. And on the other side, the Hawks also putting up big numbers. Extra possessions almost too easy to come by. They've piled up the second chance buckets. Lewis Williams making his presence felt early. No secret, he can carry the team with his offense. That'll wrap things up for me here in the studio. Thanks so much. I'm Damon Bruce. Now let's get back out to Kevin Harlan for the second half of play. The Sprint Halftime Report, presented by Sprint. And welcome back to Riverwalk, always a prime attraction here in San Antonio, Texas. Schön warm da. So, ein Punkt Rückstand zur Halbzeit gegen die San Antonio Spurs. Okay, pass auf Horford. Warte. Jetzt komm. Nimm hier den Block an, jetzt pass hierher. Für 3! Bams! Ratatatatatata!
Schön gemacht. Wunderbar. Mein Dreier ist wunderschön. Danny Green trifft nicht. Williams nächster Rebound. Auf nach vorne. Hier, rüber. Pass. Pass hier. Mein Schatz so schön frei. Williams ist sehr eigensinnig. Wo muss ich denn schon wieder ran? Mills zieht ihr das voll. Schön und Dunktime. Bams, jawoll, schön gemacht. Der Stil von Schröder. Ich glaube, der wird Schröder angezählt. So, dann sind wir wieder auf zwei dran. Ne? So einfach geht das. Bellinelli trifft. Was macht denn Bellinelli da so? Macht denn der da so frei? Nee. 5 Punkte Rückstand. Live from the AT&T Center in San Antonio. You're watching 2K Sports. 5 Punkte Rückstand gegen die Spurs. Das wird schwer am 4. Das wird richtig schwer. Oh Mann, oh Mann. Want to be a part of the action? Then come out to a Hawks game and catch all the excitement live. Don't forget, discount multiple game packages are still available to see Big Daddy and his teammates. Come fly with us. So. 5 Punkte Rückstand gegen die San Antonio Spurs. Letztes Viertel. Muss er mal hier raushauen. Paul Millsap. Korver. Nee. Millsap. Fadeaway, oder? Ach komm, ey. Mach doch mal was Ordentliches hier. Alter. Millsap raus. Ganz ruhig. Korver. Mann, hör doch mal auf zu lenken, ey. Meine Fresse. Millsap N1. Wunderbar. Mach den Freiwurf bitte auch noch rein. Natürlich nicht. Oh Gott. Es ist so schlecht. Komm, bitte treff. Ja. Geht doch. Williams, für. Oh nein. Wieso machst du einfach mal nicht so einen wichtigen Dreier rein? Ist das so unlogisch? Hier, pass schnell! Oh, immer gemacht. War das nicht die Social Media Herausforderung? Was waren die Social Media? Ich glaube, wir haben gar keine bekommen. Wir haben gar keine bekommen, glaube ich. Gut, auf nach vorne. Komm, weg hier. Und das Foul gezogen. Das sind meine ersten Freiwürfe in dem Spiel. Oh Gott, der ist auch noch reingekullert, kann man sagen. So, 3 Punkte noch. Ist alles noch machbar. Hier, gib mir den Ball. Williams. Nein! 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 Ich wollte Y. Ja! Geblockt. Gib den Ball. Gib den Ball. Gib mir den Ball. Oh Gott. Ich wollte eigentlich auf Millsap Y. Teague. Offert. Williams doch nicht, nein. Williams, ey. Er kann alle Träume zerstören. Schön gemacht, doch nicht. Jeff Teague. Machen Sinn.
Ja! Ja, noch zwei Punkte. Noch zwei Punkte, Freunde. Beziehungsweise noch ein Punkt. Aber zwei Punkte zur Führung. Und das möchte ich schaffen. Nummer zwei. Der geht ganz knapp rein. Timeout Atlanta. Wir haben drei Punkte Rückstand in die San Antonio Spurs. Zieht das Foul. Am besten wäre noch reingegangen. Teague, mach beide rein. Schön, der erste sitzt. Mach bitte beide rein. Mach den auch noch rein. Der ist ganz wichtig. Der ist wichtig, sehr gut. Der ist ganz wichtig. Foul ihn! Gut. Danny Green. Okay, mach den nicht rein, mach den nicht rein. Oh Gott. 11,6 Sekunden. Das gleiche nochmal. Oh Mann, das haben wir verloren. Er muss ja schon beide nicht reinmachen. Ne, das Spiel ist verloren. Verdammt, ey. Wir hätten das locker gewinnen können. Ja, 5 Punkte gegen die Spurs verloren. Das war ein ganz gutes Spiel von uns. Ach, verdammt. Schade. Ah. Das waren mal zwei Spiele. Hätten wir dann nochmal 60 mehr. Die Leistung war nicht gut heute. Na schade. War nochmal ein spannendes letztes Viertel. Alle Starter hier in Double Figures. Bei den Spurs außer Splitter. Bei uns ist Teague ohne geblieben. Lennart mit einem Double-Double. Hoffer mit einem Double-Double stark. Ja, okay. Das war ein schweres Spiel, aber naja. Ist jetzt auch nicht so schlimm gewesen, dass wir jetzt verloren haben. Ja, die Dreier haben es auch ausgemacht, 41%. Die haben 10 Würfe weniger genommen. Ansonsten ist es fast ausgeglichen. Ja, die hatten deutlich mehr Rebounds gehabt. Aber die hatten wirklich mehr Turnover. Ja, schade. Hätte besser laufen können. Aber was soll's, wir gucken uns nochmal meine Highlights nochmal an. Und mein erster Wurf, der Fadeaway, ein schöner Teil war das. Ach so, mein Stil, ja. Haben wir einmal unseren Move gemacht. Das war, glaube ich, der erste Dreier. Einen schönen Stil gehabt. Ach, das war unser Fastbreak-Dunk. Das war ein ganz wichtiger Dreier von Louis Williams, den er reingemacht hat. Auch nochmal schnell den Dunk vollendet. Schön geblockt. Den kleinen. Ah, das war unser erster Dreier, glaube ich. Ja. Das war der erste. Aber naja, aus den letzten 4 Spielen haben wir 3 gewonnen und die Spurs kann man ja mal verlieren. Sie wurden eben zum Rookie des Monats gewählt. Können Sie uns sagen, was für ein Gefühl das ist?
Sender sehr groß, ich lebe für solche Anerkennung. Ich interessiere mich für einen Ring. Ja, alles geht nach oben, so muss das sein. Ja, Danny Green folgt dir jetzt. Zu Hause gegen die Clippers und zu Hause gegen die Cavaliers. Das wird richtig schwer. Zählt zu den Top 5 Spielen auf seiner Position. Positionsrang Nummer 5. 2-3 an einem Spiel, jawohl. 6-3 alles klar. So. Puh, das tut weh, Mann. Dorian Bryant, vergesst das Spiel einfach ganz schnell und bereitet euch auf das nächste Spiel. So eine Niederlage muss man einfach vergessen. Nein, Dorian Bryant, so läuft das nicht. So läuft der Art in der NBA nicht. Ein Assist sind einfach zu wenig, ja. Tut mir leid. Die Hawks wirken frustriert nach der 5-Punkte-Niederlage in die Spurs. Dorian Bryant trifft es. Sie hätten das Spiel nie gewinnen dürfen. die Spurs hätten es nie gewinnen dürfen. Dorian Bryant scheint heute kein Interesse daran zu haben, den klugen Pass zu spielen. Er wirft entweder selbst oder gibt an einen Mitspieler ab, der in keiner günstigen Position ist. Reggie Bullock. Toby Bryant, ich will dich heute am Brett beherrschen. Ich glaube ja nicht, dass du heute gegen mich eines deiner Double-Doubles machst. Das kannst du knicken. Okay, ich soll ein Double-Double mit Rebounds machen. Das wird schwer. Das wird richtig schwer. Spieler-Upgrades, so. 67. Was machen wir? Auf irgendwas sparen. Freiwurf brauche ich auf keinen Fall. Danke auch nicht. Korbleger, was ist denn hier so richtig, richtig schlecht? Passen. Ja. Da könnte ich den auch nicht mal machen. Mach ich jetzt mal. Komm. Passen. 65 haben wir jetzt. Aber ich muss doch mal. Ich glaube, das eine Gatorade Perform Pick hier mal holen. Hier. Passgeber. 1000. Besser von diesen Spielern sind, falls sie nicht aus dem Post gespielt werden, mit keinem Präzisionsmalus belegt und erhöhen die Wurfquote des Passempfängers um bis zu 4%, wenn der potenzielle Korb zu einem Assist führen würde. Ja, darauf könnten wir mal sparen. Aber, ja. Na gut, da soll es erstmal gewesen sein. Wir sehen uns dann nächstes Mal wieder gegen die Los Angeles Clippers. Euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.